Emotionale Manipulation. Ich mache das Video, weil ich selbst davon betroffen bin. Das bedeutet, alles, was ich sage, sind Sachen, die ich selbst halt auch in meiner eigenen Familie erlebt habe. Und genau darüber möchte ich gerne mit Ihnen reden und Sie halt auch aufklären. So eine Art von Verhalten ist meistens in südländischen Familien zu sehen, weil dort immer mit mehr Druck zugeht, als wenn man sich jetzt das Ganze mit deutscher Mentalität vergleichen würde. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Emotionale Manipulation bedeutet Elternliebe nach Leistung. Wenn du gute schulische Leistungen nach Hause bringst, bekommst du Liebe. Wenn du das bist oder das wärst, was wir von dir verlangen, bekommst du die Liebe. Das kann auch sich auf finanzielle Erpressung beziehen. Zum Beispiel, wenn du ein 6 schreibst, dann bekommst du zum Beispiel kein Taschengeld. Oder wenn du zum Beispiel ein 1 schreibst, dann finanzieren wir deinen Führerschein. Das ist eine finanzielle Erpressung. Meistens versuchen Eltern immer mit Gewissen zu spielen. Zum Beispiel, wie gesagt, bei südländischen Bevölkerungen ist das sehr gängig, das Verfahren. Wir sind extra von Heimat nach Deutschland gekommen, damit du aus dir was machst, damit du aus deinem Leben etwas machen kannst und was erreichst. Und das sind immer so diese Gewissensdinge, womit man immer wieder versucht, das Kind unter eigene Kontrolle zu halten. Und meistens ist es leider so, wenn das Kind nun mal nicht dazu gehört oder wenn das Kind diesen Weg nicht gehen möchte und eigenen Weg einschlägt, dann verlieren Eltern die Kontrolle über das Kind. Das bedeutet, sie können das Kind nicht mehr manipulieren. Das führt zu Enttäuschungen auf beide Seiten natürlich. Das führt bei vielen Eltern zu einer emotionalen Sperre. Das bedeutet, sie entziehen das Kind die Liebe komplett und ziehen sich auch von Kind emotional zurück. Es kommt zu einer Art Abwertung. Du bist nicht das geworden, was wir von dir wollten. Schau dir doch mal zum Beispiel deinen Bruder an. Schau dir mal den anderen an. Ja, du bist eben nicht das, was wir wollten. Wir haben unsere Leben für dich geopfert. Man fühlt sich irgendwie gar nicht mehr bestätigt. Und zwischen Eltern und Kind entsteht so eine Art Spagat. Und viele Kinder hauen deswegen auch von zu Hause ab. Also ich bin selber 3-4 Mal von zu Hause abgehauen, deswegen kann ich das Ganze mit ruhigem Gewissen aussprechen. Die Folgen davon ist, wie gerade gesagt wurde, es gibt immer einen Vergleich. Ja, guck mal hier deinen Klassenkamerad oder guck mal hier den Bekannten. Der Sohn hat so und so viel erreicht und was hast du erreicht? Du bist doch gar nichts, du musst mehr aus dir machen. Und in vielen Hinsichten wird man halt auch ignoriert. Und dadurch, dass man wie gesagt nicht das erreicht hat, was Eltern wollten, entsteht so eine Art Entfremdung. Man hat soziale Störungen plötzlich, man hat kein Selbstbewusstsein mehr, weil wenn man natürlich sich selbst nicht gut findet, weil Eltern einen so abwerten, dann fragt man sich ja, warum sollen die anderen mich gut finden? Warum soll ich jetzt einen Partner haben können, wenn ich doch sowieso nichts wert bin und eigentlich in soziale Ebene doch gar nicht akzeptiert werde. Es gibt so eine Art Benachteiligung, wie gerade gesagt wurde, zum Beispiel bei mir war das so, meine 2 Brüder haben alles bekommen, ich gar nichts. Ich wohne in einer 21 Quadratmeter Wohnung, die 2 haben Häuser. Das ist natürlich eine Art Förderung, was damals mein Vater diese 2 gegeben hat, was ich nicht bekommen habe, weil man mich benachteiligt hat, weil ich das, was sie wollten, nicht geschafft habe. Es gibt immer eine Art Schuldzuweisung. Du bist schuld, dass wir heute in der Lage sind. Du bist schuld, dass zum Beispiel das und das passiert ist. Man versucht immer, ein runter zu reduzieren. Die Familienzugehörigkeit fehlt irgendwann mal komplett. Es wurde zum Beispiel bei mir, ich bin jetzt 42, über die letzten Jahre vielleicht gerade mal 2 Geburtstage gefeiert. Also Gratulation ja sowieso nicht. Und das ist halt so, weil man nicht mehr zur Familie gehört. Man stößt das Kind indirekt ab, weil man einfach enttäuscht ist. Und das Allerbeste ist, man ist nicht sich selbst, das bedeutet, die Eltern leben ein, weil sie wollen, dass wir das werden, was sie ja wollen. Und das ist natürlich nicht immer umsetzbar. Letztendlich, wie gesagt, niemand interessiert sich für mich, also ich bin auch nichts wert und natürlich läuft das Leben dann erst recht nicht mehr so, wie man es haben möchte. Die Folgen davon kann auch zum Münchhausen-Syndrom
führen. Das bedeutet, das Kind leidet unter einer Art Aufmerksamkeitsdefizit. Zu Hause bekommt er keine Aufmerksamkeit. Wenn er sich in Gesellschaft bewegt, weiß er schon von zu Hause aus, ich bin doch sowieso nichts wert. Und dementsprechend versucht er entweder, um die Aufmerksamkeit zu gelangen, verbal zu lügen, oder er versucht, die Eltern geistig zu manipulieren, indem er zum Beispiel Familiengeheimnisse preisgibt, was er gar nicht darf. Und dementsprechend natürlich setzt man indirekt Eltern geistig unter Druck oder psychisch. Das bedeutet, man verletzt entweder sich selbst oder man verletzt sogar die Eltern. Das darf natürlich überhaupt nicht so weit kommen, aber wie gesagt, bei mir war der letzte Kontakt zwischen mir und meinen Eltern, dass mein Vater mich mit 30 Jahren verprügelt und von zu Hause rausgeworfen hat. Es standen 5 Polizeiautos vor der Haustür und meine Eltern kapieren einfach nicht, warum ich mit ihnen nichts zu tun haben möchte, weil all diese Zugehörigkeiten auf sie zutreffen. Sie sind keine Eltern. Sie haben einfach etwas auf die Welt gesetzt und davon Leistung erwartet. Aber Mensch ist keine Maschine und das kann man nicht von seinem eigenen Kind verlangen. Die Lösung ist ganz einfach. Um sich frei zu entfalten, muss man sich befreien. Das bedeutet, man muss den Kontakt abbrechen. Ich habe die ersten 30 Jahre im Leben wirklich nicht sehr viel geschafft, außer Ausbildung und ein abgebrochenes Studium. Als ich nach Frankfurt gekommen bin, ich habe geschafft, mit Lotto bekannt zu werden. Ich habe geschafft, auf YouTube bekannt zu werden. Ich habe geschafft, mein eigenes Gewerbe aufzubauen. Das ist sowas von auffällig. Die letzten 30 Jahre fast nur Streitigkeit in der Familie, ja. Und hier, nachdem ich mich gelöst habe, auf einmal ging es mir richtig gut. Und natürlich sollte man dann die Eltern gar nicht mehr an sich ranlassen. Leute, scheißt auf die Eltern. Das sage ich wirklich mit vollem Wut und mit wirklich reinem Gewissen. Weil sobald die Eltern euch nahe kommen, dann geht's schon wieder los. Dann geht wieder mit dieser emotionalen Erpressung los, unbewusst. Das kriegt er gar nicht mit. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich vielleicht ein oder andere mit meinem Video erreichen konnte. Deswegen, wenn Sie auch selbst später Eltern werden, bitte gucken Sie immer, was kann mein Kind, wo kann ich mein Kind helfen? Helfen Sie das Kind, damit er gar nicht von zu Hause wegläuft, damit er gar nicht anfängt zu lügen, Geheimnisse preiszugeben oder sich selbst oder sie zu verletzen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Dankeschön, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Video.